Ich grüße euch zu einer neuen Folge Let's Play Landwirtschaftssimulator, wo wir jetzt anfangen, hier nochmal zu versuchen, unseren kleinen Aufschiebekurs aufzunehmen. Der soll einfach hier ein bisschen, ein paar Mal hoch und runter fahren. Hoffentlich schafft er das. Muss ich ein bisschen durchkämpfen, aber dann kriegen wir das alles nach hinten. Und solange noch kein neuer Nachschub kommt, wir werden ein bisschen Silage nochmal vermehrt in die in unsere Ballenpresse reinhauen, damit wir auch ordentlich Silage für Kraftfutter langfristig haben. So, hier machen wir wieder vorwärts. Fahren noch so ein kleines Stück hier hin und machen wir hier hin. So, Abfahrer einstellen. Jetzt aber. Genauso soll es das Schild einfach behalten und schiebt da so ein bisschen das hinten durch. Das macht er schon. Bin da guter Hoffnung. Wer steckt fest? Okay. Was macht ihr denn hier schon wieder für einen Blödsinn? Der eine sieht voll aus und der eine ist aufgegabelt worden hier. Das passt aber gut, dann nehmen wir den vollen raus. Er ist nicht ganz voll, aber auf Fahrer entlassen. Guck mal, dann kann der doch übernehmen, oder? Macht er nicht? Dann machen wir den erst noch voll. Tierfütterung in der Nacht, oder wie? Wir können jetzt praktischerweise, aber da sehe ich wieder nicht die Prozente, mit F12 kommt man oben ins Menü rein und zur Not mal ordentlich F12 drücken, genau. Hier auf die Tiere. Hühner interessieren ja nicht so, Kühe. Kraftfutter. Ist noch ein bisschen was da, 36.000. Und die nächste Seite. Schweine sind ohne, oh, sind richtig sauber geworden. Der Kurs, den wir mit Leli eingefahren hatten gestern, funktioniert. Ja, ich sehe gerade, wir sind voll. Warum kommt der nächste jetzt nicht hinterher? Ja, ich hatte auch Kommentare, nutzt doch noch einen zweiten Häcksler. Kommen wir schon mit einem hier nicht ganz zurecht. So, kein Drescher an Reichweite, stimmt da jetzt nicht. Warte, bis Füllstand erreicht ist. Also ist doch, ich glaube, der andere kommt jetzt zwischen. Der. Ja, der fährt ja einmal quer durchs Feld. Entweder trifft er ihn genau oder er verhängt sich. Egal. Wir fahren mit dem Häcksler gut einmal zur Ballenpresse. Schmeißen ihn wieder an. Also es macht schon auch Sinn, ne? Wir müssen bestimmt bald neue Netze, Netzrollen und Silagefolie dahin bringen. Wenn die Pressen nicht so teuer wären, würde ich mir ja gleich eine zweite kaufen. Und ne, wir kaufen uns gleich erstmal einen Sammelwagen für Rundballen. Damit wir den ganzen Krams hier mal aufsammeln. Obwohl, ne, die meisten unserer Tieflader, meine ich, können Rundballen sammeln. Und eigentlich brauchen wir nur einen kleinen hier. So, hinten ran bitte. Danke. Und abkippen. Sollen wir denn mal uns den hier vielleicht holen? Der ist doch auch für Rundbahn geeignet, oder? Aktuell Paletten, Bretterpaletten, Quaderballen, Rundballen, 1,30er. Ich weiß nicht genau, wie groß sie sind. Das sehen wir dann ja. Da wir aktuell eh brach liegen hier in der Euro-Palettenproduktion und ich jetzt auch gerne mal ein paar Tage die Produktionsschienen vernachlässige, man kann hier nicht alle Produktionsschienen immer am Laufen halten. Muss man auch nicht. Man muss sich nicht komplett hier unter Zugzwang setzen, unter Druck setzen, wie es einige tun, nach dem Motto, oh, unbedingt, es müssen alle Produktionen laufen. Ansonsten ist man unzufrieden. Es macht Sinn, logischerweise die Produktion laufen zu halten. Aber wenn man zwischendurch jetzt mal wegen keine, ja, was auch immer, keine Speiseölpaletten hergestellt werden oder jetzt werden zum Beispiel mal gerade keine Papier- oder Kartonpaletten hergestellt. Wir haben schon länger kein Holz.
Es wird schon länger keine Europaletten mehr hergestellt. Ist das einfach mal so? Also lasst es auch einfach mal 2-3 Stunden liegen auf der Seite. Macht mal ein paar andere Sachen und dann geht wieder ran an die Fabriken. Dann macht das auch viel mehr Spaß. Also wenn man die ganze Zeit auf Zwang da versucht, die Fabriken am Laufen zu halten. Was machen die denn? Man weiß es nicht. Eigentlich müssen wir mit dem wahrscheinlich auch die Nachschubpaletten holen, ne? So, da wären wir. Ich kann, wie gesagt, noch nicht abschätzen, wie groß die Ballen sind. Sind es 1,30er? Ja, das ist doch nice. Die könnten wir jetzt wahrscheinlich sogar fast in einem Schwung abladen. Sieht's aus? Info? Motor starten schon wieder. Ach, der Motor ist schon wieder ausgegangen. LT Master anschalten. Wir können das noch einen höher machen, oder? Das Ballendichte einstellen von 5000 zu 3000. Von 3000 zu 3,5. Von 3,5. Von 4 zu 4,5. Von 4,5 zu 5. Wickler ausschalten. Nö, den brauchen wir ja. LT Master anschalten. Machen wir mal ein paar mehr Ballen. Das könnten aber, wenn man jetzt nochmal sieht, die sind ein bisschen in der Luft, ne? Vielleicht doch 1,40er Ballen oder so sein. Ich weiß es nicht genau. Ja, machen wir nochmal einen kleinen Sprung rein. Vielleicht klappen wir einfach mal eine Seite auf. Dann könnten wir doch sehen. Die Klappe öffnen, im Betrieb. Achtung, Achtung. Boah. Da ist erst ein Paket weg. Von unserer Wickelfolie hier. Oder von der Silage-Einspritzung. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Und hier drüben. Auch noch alles gut. Hier können wir irgendwie noch Klappe öffnen, Licht ein. Ne, können wir nichts. Wir können es reparieren, weil es schon ein bisschen kaputt ist. Wir können auch den Ball mal rüberschmeißen. Ich wusste gar nicht, wie viele Rundballen auf einen so einen Schweller raufpassen. Das ist mal interessant zu sehen. Habe ich noch nie. Ich habe ja noch keine Rundballen gemacht, außer das sind jetzt hier die ersten Rundballen. Hat auch was für sich, ne? So, noch läuft die Presse. Wir gucken mal, was macht der Häcksler. Also der Fast Track steht hier. Abfahrer entlassen. Dann sind die überhaupt nicht weitergefahren, ne? Ich verstehe es nicht. Manchmal verstehe ich die Abfahrer nicht. Wir müssen so dringend unsere Tiere versorgen und unsere Maisernte kommt schleppend voran. Kann man so bezeichnen, oder? Schleppend. Ja, ein bisschen was haben wir geschafft, aber es wird ja noch eine Woche dauern, so ungefähr hier. Kein Drescher in Reichweite. Das würde ich sagen, ist ein Gerücht. Drescher verwalten. Der hat sogar manuell zugewiesen. Mehr geht nicht. Fahrer in der Traktor. Ja, zur Not müssen wir das selber machen. Ich habe jetzt auch keine Lust hier, dieses Ganze, dass es hier eine Stunde wieder nichts funktioniert. Oder wir müssen wieder sofort selber abfahren, aber es ist doch auch immer Mist. Oder müssen wir den Motor einfach nochmal selber einschalten. Kommen. Wir sind ja jetzt auch nicht unfähig, ne? Wir machen das selber. Der andere meint, er fährt hinter Traktor, fährt aber gar nicht. Habe ich denn noch irgendwas falsch eingestellt, von wegen losfahren ab so und so viel Füllstand? Starten bei 60, reicht ja eigentlich, abfahren bei 90 oder 80. Ich glaube, wir schaffen es nur produktiv hier, wenn wir selber was machen. Also selber mal eine Anhängerladung voll uns organisieren, die ein oder andere. Oder mit Follow-Me-Mod, ne? War ja auch nicht schlecht.
Aber ich weiß nicht, wie es mit Follow Me aus, wenn er weg, also wenn er wendet. Ja, würde ich ja gerne nochmal testen eigentlich. Wir haben so viele Sachen zu tun noch. Die Tiere verrecken uns sonst. Na, so weit ist es noch nicht, aber... Also bis zum nächsten Morgen, bis 6 Uhr, sollten wir was gemacht haben bei den Tieren. Passiert auch nichts, ne? Los, los. So ein kleines Stück zu weit weg wieder mit dem Trailer. Es ist teilweise echt traurig. MyShax hat ein bisschen zu wenig Reichweite, finde ich. Weiter los. Aber wir drehen noch mal eine komplette Runde hier. Ja, mach ein bisschen selber, ne? Geht auch. Wäre aber schön, wenn der andere jetzt wieder starten würde. War das am Anfang noch am produktivsten, oder? Wo wir 3 Anhänger voll gemacht haben, die 3 mit Follow Me Mod dann zur BGA gefahren haben, da alle schön ausgeleert haben, wieder schön mit allen 3 Follow Me irgendwie zurückgefahren sind. Das finde ich hatte richtig Stil. Das hier jetzt gerade nicht, weil er findet das jetzt auch nicht. Ich verstehe es nicht. Abfallen zu lassen. Wir schmeißen den Kurs einmal raus. Nehmen den Kurs aber, laden ihn nochmal neu hier. Feld 19 BGA 1. Gucken nochmal. Oh, Dreschersuche automatisch finden. Abfahrer einstellen. Jetzt fährt er erst einmal zwischen oder so, ne? Passt schon. Er da oben fährt noch. Hier können wir nochmal wieder ein bisschen abkippen. Scheint aber nicht zu arbeiten. Die Presse. Das ist das Blöde, finde ich. Dass es tatsächlich mit Motorstart sein musste. Dann müssen wir die Presse ständig anschmeißen hier. Weil sie irgendwie alle paar Stunden ausgeht. Ich wollte aber noch heute die Milch wegbringen. Und das müssen wir jetzt auch noch machen. Sonst ist nämlich gleich Mitternacht und Mitternacht wird die Milch verkauft. Also, gib Gas. Milchtrailer. Hatten wir doch eigentlich auch schon mal ein Cosplay für aufgenommen, oder? Milch zur Molkerei. Der könnte das gewesen sein. Das macht Sinn, oder? Das wäre nämlich ganz praktisch, wenn wir das noch vor Mitternacht einmal schaffen, den hier einmal komplett leer zu machen und dann wieder voll zu machen. Dann haben wir nämlich auch genug Milch wieder für die nächsten Tage Molkereiproduktion. Wir sehen nämlich vieles hier nicht los. Irgendwas fehlt hier. Papier und Leerpaletten, glaube ich, sind es nicht. Das ist mit Sicherheit... Ne, Milch ist da. Ach doch, Papierpaletten müssen hier mal wieder hin. Oh, wissen wir das auch. Papier und Papppaletten
Na gut, wir müssen wie gesagt sowieso die ganzen Fabriken demnächst mal wieder ansteuern. Aber nach der Maisernte ist vor der Aussaat eigentlich. Und vor den Schafen und vor dem Gras. Viel auf der To-Do-Liste. Und noch eine Ladung Milch sichern. Könnte eng werden, aber na, müsste eigentlich gerade so passen. So, nächste Ladung. Wasser ist ein bisschen da, aber jetzt auch nicht voll oder so. Und Leerpaletten. 12.000 noch. Das ist eine, ne, wollte gerade sagen, eine fehlerhafte, nein. Das ist eine funktionierende, die ist jetzt drin. Also hier müssen gerne bei Gelegenheit Leerpaletten hin und Papierpaletten. Aus denen die Verpackung gefährlich wird. Ja, was hatten wir gesagt, was wollten wir gerne ansehen? Ein Getreidefeld, trocken oder so, für Mehl, meine ich, und sonst nur Raps. Wird man nur eine Rapsernte. Kann man aber auch mal gut brauchen. Ordentlich Raps für Speiseöl, für Dieselproduktion, bringt auch beides viel Geld. Plus Kompost ist ja auch noch als Abfallprodukt mit dabei und auch damit kriegt man ein paar Euros. So, und mal schnell zum Hof zurück. Dann kriegen wir noch die restliche Milch aus den Tanks, wobei die restliche ist es ja gar nicht bei unserer großen Kuhanzahl. War schon eine richtig große Herde mittlerweile. Dürfte noch Milch überbleiben. Und was das kann man, dürfte Milch überbleiben, kann man jetzt einfach hier nebenbei gucken, wenn man hier hinfährt. Ah, ne, geht nicht, weil ich habe nicht die Geschwindigkeitstaste gedrückt. Geht nur, wenn man die Geschwindigkeitstaste drückt. Schweine nicht. Jetzt haben wir das Kühe hier. 94.000 Liter Milch. Läuft bei uns. Fast die 100.000 knacken wir morgen oder übermorgen, wenn wieder ein paar mehr Kühe am Start sind. Na gut. Keine Zeit verlieren. Warm blinkt gleich an hier. Der neue Vario steht da oben rum. Der Häcksler arbeitet nicht mehr. Also aktuell Stillstand auf dem Maisfeld, ne? Liegt wahrscheinlich daran, ist es Feierabend. Da kümmern wir uns erst morgen wieder drum. Dann holen wir auch endlich mal Mischfutter darüber. Für die Halle hier. Weil sonst hatten die Tiere ja auch fast alles. Stroh hatten wir hier ordentlich abgeliefert. Auch hier ist es natürlich von wegen jetzt verteilen, ist irgendwie blöd. So wie ich das mitgekriegt habe, ist echt blöd. Ja, sollen wir erstmal so. Die, hier könnten wir natürlich bei Gelegenheit Leli auch nochmal neu programmieren, dass wir sagen, okay, die fährt ein bisschen mehr in der Mitte, dass sie auch die Mitte mal sauber macht. Verschenken wir echt zu viel Milch, wenn die Mitte nicht sauber ist, wenn die Kühe nicht zu 100% voll sind. Weil wir sehen, der fährt hier ganz außen. Und wenn er ein bisschen mittiger fahren würde, würden wir alles mitkriegen. Ja, kümmern wir uns vielleicht auch in den nächsten Folgen mal drum. Könnt ihr mal Kommentare posten, wenn ihr Bock habt. Ist die Milchproduktion höher, wenn sie 100% sauber sind, als wenn sie 50% sauber sind? Oder ist das egal? Oder fängt das erst bei 10% oder bei 0% sich an, richtig auszuwirken? Oder wisst ihr es nicht? Und ihr würdet es gerne wissen und wir sollten das hier mal testen. Ist natürlich schwierig. Ich meine, eine Kuh hin oder her, das wird es nicht groß ausmachen. Aber ich weiß natürlich nicht, wie viel Milch hatten wir schon vorher abgezapft oder nicht abgezapft. Wenn, dann müsste jetzt ein Tag mal Milch durchgängig produziert werden. Und dann gucken wir morgen Abend, also am Spieltagesende, wie viel Milch wir haben. Und ja, da sehen wir weiter. Bis dahin würde ich sagen, soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich danke wie immer für eure Aufmerksamkeit. Danke für jedes Like, danke für jeden Kommentar und euch für eure Unterstützung. Ich freue mich. Bis dann. Schönen Abend noch und tschüss.